Das ist nicht dein Ernst. Das soll ich nicht laut sagen, mache ich auch nicht. Aber hat man vielleicht ja gehört. Also wenn Sie jetzt nicht gehört haben, was er gerade zu mir gesagt hat, gucken Sie das Video schnell an auf der SCM-Facebook-Seite. Dann werden Sie es vielleicht hören. SCM, Heimspiel der MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir, in Zusammenarbeit mit dem SCM, immer mit dem Fan-Talk nach den Heimspielen. Wir haben einen Sieg mit 8 eingefahren gegen Stuttgarter. Zur Halbzeit sah das noch so aus, als wäre das ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier und wäre es nicht ganz so klar, was hier passiert. Ich habe zu einem Kumpel in der Halbzeit gesagt, Dario Quenstedt, übrigens hier, der Applaus war für Dario Quenstedt, das ist dieser großartige Torhüter, der jetzt wahrscheinlich nochmal einen kriegt. Zur Halbzeit habe ich gesagt, das wird ein Sieg mit 9. Irgendwie hat sich das so angefühlt. Was hattest du im Bauch zu der Zeit auf der Bank sitzend? Wir wollten eine Reaktion zeigen nach dem Spiel gegen Berlin. Ich denke auch, dass das alle gesehen haben, dass wir auch eine Reaktion gezeigt haben. Wir haben zu Recht die beiden Punkte eingefahren. Und auch wenn es in der ersten Halbzeit noch so ein bisschen Sand im Getriebe war, fand ich schon, dass wir dann gerade in der zweiten Halbzeit einfach die Körner noch mehr hatten. Was lief heute sehr gut? Was war ein bisschen schlecht aus deiner Sicht? Oder was war verbesserungswürdig? Also was wir gut machen, ist, dass wir einfach nie aufstecken. Es ist einfach so, wenn es gerade nicht so gut läuft, dann versuchen wir auch von der Bank positive Aktionen dann auch zu pushen und dann negative Aktionen in positive Aktionen umzuwandeln. Einfach dieses Wir-Gefühl, dass wir als Mannschaft zusammenstehen, das war jetzt nicht leicht, nach dem Berlin-Spiel so ein Spiel auf die Platte zu bringen, bin ich der Meinung. Seht ihr, deshalb gibt es nämlich auch gleich nochmal einen Applaus. Das mit dem Wir-Gefühl, das ist sehr, sehr deutlich. Also wie ihr euch auf der Bank pusht auch und nach gelungenen Aktionen feiert oder auch nach misslungenen Aktionen. Was ist denn da passiert? Ist das ein Prozess gewesen? Habt ihr eine bestimmte Sache gemacht, die euch dann irgendwie zum Beispiel, seid ihr zu einer Mannschaft geworden, als ihr da mit Harzdrenalin alle todesmutig über den Harz geflogen seid? Also das sind alles Punkte, die dann auch dazu beitragen, dass man sich auch gut versteht, aber ich glaube, wichtig ist, dass man einfach die Charaktere innerhalb der Mannschaft hat, die auch zusammenpassen. Ja, es ist nicht so, dass so eingekauft wird, nur nach Leistung. Ich denke auch, dass geguckt wird, passt der Spieler in unser Mannschaftsgefüge. Und das ist bis jetzt gut gemacht worden. Wenn ich das richtig beobachtet habe, hat Gleb Kalarasch, als er eingewechselt wurde heute und gut gespielt hat, keine 2 Minuten gekriegt. Zum ersten Mal, glaube ich, ist das so gewesen. Kriegt er dafür jetzt eine Belohnung? Ja, da musst du Benno fragen. Weil der hat das schon ganz schön hingelangt. Ist ja auch schon so für die neuen Spieler, dass sich auch erstmal an die Liga und eure Spielweise gewöhnen müssen und so. Und gerade ihr Torhüter habt ja mit Piotr und mit Gleb auch sehr, sehr viel zu tun, oder? Wie kommuniziert denn ihr da? Ja, wir versuchen natürlich uns im Training auf die Spiele vorzubereiten und dann schon so ein paar Absprachen zu treffen. Und ein Großteil funktioniert das schon recht gut im Spiel. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann muss man einfach darüber sprechen und dann einfach schnellstmöglich Lösungen finden. Wenn die Abwehrriesen gerade raus sind, die Offensivspieler sind auf der Platte, die Torhüter gehen dann manchmal noch so zur Bank, was kann man denn da reden? Geh mehr nach rechts, geh mehr nach links oder was quatscht ihr da so? Meinst du, wenn Janik jetzt... Wenn Janik zum Beispiel kam, das war heute mehrmals und bei dir habe ich es ja auch schon gesehen. Ja, man versucht sich einfach auszutauschen, jeder macht für sich das Videostudium, versucht die Wurfbilder vorauszuahnen und sich auf die Gegner einzustellen. Und wenn man mal jetzt nicht so ein glückliches Händchen hat, man ist zwar in der Ecke drin, aber man hält den Ball nicht, dann versucht man sich so ein paar Tipps von dem anderen zu holen, der das Spiel von einer ganz anderen Perspektive auch hat. Also im Tor ist immer eine ganz andere Perspektive als jetzt von der Tribüne oder vom Spielfeldrand. Und da hilft das einfach mal darüber zu sprechen, was kann man anders machen. Und ich glaube, dass wir da auch ein gutes Team sind. Sag mal, dieses Tor heute da, dieses, du weißt, welches ich meine, oder? Janiks Pass fast bis in den gegnerischen Strafraum rein und Lukas springt da hoch, liegt in der Luft. Trainiert ihr das genau so? War der Pass nicht eigentlich zu lang oder was ist da gewesen? Wärst du da abgesprungen und hättest den Versuch zu machen? Da muss ich mal eigentlich fragen, ob das jetzt ein Wurfversuch war oder ob das jetzt ein Camperpass war. Also ich glaube schon, dass das ein Wurfversuch war und in dem Moment war Lukas einfach genau richtig da. Gut abgesprungen, sonst wäre es dann noch zum Zusammenprall mit dem Torhüter gekommen. Also ist nicht immer ganz so einfach und nicht ganz ungefährlich. Ja, deshalb, also ich sehe in deinen Augen, dass du das auch durchaus kritisch siehst, weil du nachvollziehen kannst, was der Torhüter von Stuttgart da in dem Moment gefühlt hat. Vielleicht kannst du das mal erklären, was ist denn da die Gefahr? Weil er darf ihn ja nicht berühren, oder? In dem Moment.
Genau, also jetzt in dem Fall war es ja so, dass er noch versucht hat, den Ball zu halten. Da kann man als Torwart nicht mehr viel machen, gerade wenn man dann auch so spät noch reinläuft. Aber jetzt so grundsätzlich, wenn man jetzt einen Konter abfangen möchte, darf man den anlaufenden Angreifer nicht berühren. Dann bekommt man als Torwart gleich die rote Karte. Aber ich meine, Lukas ist ja direkt, der war ja mitten im Strafraum. Ich glaube, der war schon hinter der Linie eigentlich so weit drin. Da darf man als Torhüter trotzdem nicht hin, ja, den Spieler berühren. Also wenn es jetzt im 6-Meter-Raum ist, dann denke ich schon, dass man seinen 6-Meter-Raum auch verteidigen sollte. Ich habe da eine Situation gegen Minden im Hinterkopf, die ich jetzt aber nicht weiter kommentieren möchte. Also die Torhüter müssen schon aufpassen, dass der Gegenspieler nicht großartig verletzt wird. Ich habe da auch eine Situation, ich möchte sie auch nicht weiter kommentieren, aber du warst beteiligt. Ja, genau. Das Ding in Hannover wird ein hartes Ding. Ich habe hier einen Auswärtssieg vorhergesagt. Kannst du dem zustimmen? Dem stimme ich zu, weil wir jetzt auch mit einer breiten Brust hinfahren. Hannover ist, glaube ich, an der Tabellenspitze. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Die haben schon gegen Flensburg, gegen Kiel gewonnen. Und ich weiß, in welcher Situation die im letzten Jahr waren. Ja, haben viele Spiele verloren, sehr, sehr viele Spiele. Und ich weiß aber auch, wie es dann in der Situation ist, wenn man wenig Spiele gewinnt. Also wir wollen auf jeden Fall da 2 Punkte mitnehmen. Gut. Genau so lassen wir es stehen. Wir sind ein bisschen spät losgegangen. Kann mir vorstellen, dass auf der Pressekonferenz schon Trainer sitzen, die auch ihre Arbeit machen wollen. Erzählen Sie weiter, wie schön es in der GTEC Arena ist, was für eine großartige Stimmung ist und seien Sie selber Teil. Wenn Sie dieses Video sehen, dann kommen Sie her und kaufen Sie eine Karte. Jetzt die Chance, wie die nach jedem Fan-Talk auf Fotos und Autogramme mit Dario Quenstedt. Und wir geben ab an die Pressekonferenz. Sportfrei, das nochmal ein großer Applaus für die Mannschaft, für die Zuschauer, für den SC Magdeburg, für Dario.